Läuft das jetzt eigentlich? Ja. Wunderbar. Wir sind unterwegs, wir fahren nach Berlin. Wir sind Rasse nochmal vorher? Das weiß ich nicht, aber wir sind jetzt angekommen bei unserer netten Freundin. Das letzte Mal in Fatis alter Wohnung. Wie schön eigentlich alles hier ist mit den Dielen und so und wie... Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen am Ozok zum neuen Männervlog. Ich begrüße euch ganz wieder herzlich bei mir auf dem Kanal. Es gab schon lange keinen Vlog mehr. Da ist die Mira. Guten Tag. Was haben wir denn vor heute und morgen? Wir fahren nach Berlin. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Ja, ihr hattet das gesehen. Ich hatte jetzt das Video über das Thema wählen gehen, Wahlvorstand, Wahlhelfer hochgeladen gehabt. Das ist jetzt ja schon online. Das habt ihr euch hoffentlich alle gemeinsam schon angeguckt und euch informiert, wie das Ganze so abgeht. Und wir machen uns heute am 10.2. auf den Weg und fahren zum Wahltermin hin. Das ist sehr, sehr gut, denn wir sorgen dafür, dass die Demokratie belebt wird. Ich nehme euch jetzt die nächsten zwei Tage, also heute und morgen mit, zeige euch auch, wie das Ganze so abläuft. Und wir haben Übernachtungsmöglichkeiten bei einer guten Bekannten von uns. Ich muss jetzt gucken, ob ich noch was vergessen habe. Ich hoffe nicht. Alles andere ist soweit fertig. Ja, dreckige Wäsche noch. Nö, alles super. Lassen wir so. Ja, und genau, wir fahren jetzt los und machen uns halt auf den Weg. Wir können bei einer sehr guten Bekannten, vielleicht frage ich sie, und ob sie Bock hat zu filmen oder also mitgefilmt zu werden oder so. Vielleicht hat sie Lust, auch ein Video was dazu mitzuteilen, beizutragen, Dinge kundzutun. Und ja, das wird halt sehr, sehr spannend. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, wir hatten jetzt die letzten Tage, hattet ihr beim Kanal auf der Mira ja, von der Mira ja schon gesehen gehabt, die Problematik mit der Heizung, dass die Heizung nicht funktionierte. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, denn wir haben jetzt natürlich dann mit unserem Kachelofen und mit unserem Kamin geheizt. Und der Heizungsmonteur, der war jetzt ja auch mittlerweile schon da. Ich weiß leider nicht, wie viel Mira euch dazu erzählt hat, aber ansonsten, wie gesagt, guckt gerne bei ihr auf dem Kanal mal vorbei. Und ja, jetzt, ich kann es euch nur wieder zeigen, unser Garten, unser Postkartenmotiv. Es ist einfach krass, wie viel Platz wir hier haben. Ja. Es hatte viel geregnet. Ihr seht schon hier, wir hatten ja Besuch. Da sind wir ein bisschen mit dem Auto hin und her gefahren. Und hier war es so matschig, dass wir nicht rausgekommen sind. Ihr seht schon, die Reifen haben hier einfach durchgedreht. Und wir müssen halt auch irgendwie dann jetzt, wenn der Frühling kommt, diesen ganzen Grus, der hier unter den Steinen ist, alles weg. Das müssen wir alles wegkriegen hier, damit wir hier gut fahren können. Aber wenn ihr euch das mal anguckt, ich möchte es nur noch mal zeigen. Mira hatte den Gartenrundgang ja schon gemacht gehabt. Das ist ja hier. Oh, das hier, unser. Das ist das, was umgeflogen ist, Schatz, durch die Windböe. Unser. Das war letzte Woche schon umgefallen. Ah, das war letzte Woche schon umgefallen. Ich wollte gerade sagen. Ja, und das geht bis da unten, bis zum Zaun. Das ist voll geil. Ja, und da drüben sind die. Wie nennt man denn das? Gehege von unserem Nachbarn. Der hat ja, weiß nicht, Kuh, Ziege, Alpaka oder sowas. Voll cool. Und den müssen wir auch mal fragen, ob wir die Tiere mal bei uns rauflassen können. Ob die hier mal alles abgrasen. Das wäre irgendwie ganz nice. Cool. Ja, ich setze mich jetzt ins Auto. Es ist ultra warm draußen in der Sonne. Wir saßen eben noch oben im Haus und dachten so, oh, also im Haus sind so 16, 17 Grad, nicht ganz so warm. Jetzt kommen wir hier raus in der prallen Sonne. Es ist ultra heiß, Alter. Es ist richtig, richtig, richtig schön warm. Und wir haben, kurze Anmerkung, auf dem Community-Handy ganz viele liebevolle, nette Nachrichten wieder bekommen. Vor allen Dingen auch von Zuschauerinnen und Zuschauern, die hier im Harz wohnen und uns so nochmal Tipps gegeben haben. Kaufland, wo man hinfahren kann, einkaufen, coole... was ist das denn für eine große Spinne? Die will ich nicht mit dem Auto haben. Hey, hau ab. So, ist er weg. Hui. Aber nicht auf meine Füße, Glück gehabt. Ja, und... da möchte ich mich bedanken, dass ihr uns da natürlich so cool Tipps und Tricks und sonst was gegeben habt. Also was man jetzt hier alles noch Cooles im Harz machen kann. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, gerne auch nochmal der Reminder. Bei Mira unterm Kanal, im Kanalbanner steht immer der, das Community-Handy und auch das Impressum von unserem Kanal, von unseren YouTube-Kanälen. Man ist ja impressumspflichtig und wir haben das Ganze ja schon mehrfach kundgetan. Und da könnt ihr gerne uns ja Briefe, Pakete und sowas zukommen lassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten kann ich jetzt nur noch sagen. Ah ja, geht noch. Wir haben den Müll rausgestellt, denn heute ist Samstag und am Montag kommt die Müllabfuhr. Das heißt aber, da wir morgen am Sonntagabend nicht wieder hier sind, sondern erst am Montagabend, weil ich am Montag noch in Potsdam wieder arbeite, ist es halt so,
dass die Müllleute natürlich montags vormittags vorbeikommen. Und da muss ich natürlich sagen, sind wir klug, stellen jetzt schon die Mülltonnen raus, dass die abgeholt werden und dass wir dann natürlich den Vorteil haben, eine leere Mülltonne wieder reinholen zu können. Ja, wenn wir wieder da sind. Und dann können wir wieder neu entsorgen. Ja, ansonsten würde ich sagen, gute Fahrt, auf geht's. Wir sehen uns dann hoffentlich gleich in Berlin wieder oder auf dem Zwischenstopp. So, läuft das jetzt eigentlich? Ja. Ja. Wunderbar. Wir sind unterwegs, wir fahren nach Berlin. Wir sind gerade am Kreuz Magdeburg vorbei. Also Magdeburg, ja, liebe Grüße. Katrinchen Kirschblüte hier, ja, falls du das sehen solltest. Vielleicht kommen wir demnächst mal wieder vorbei. Ja. Haben wir Bock drauf? Ja, hätten wir Lust zu, auf jeden Fall. Also kann man gut machen. Ist aber nicht. Katrinchen hat jetzt ihren Notartermin, hat sie gespoilert in ihren neuen Videos. Oh, ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist aber schön. Da ja, freuen wir uns. Freuen wir uns sehr für euch. Genau, weil das ist nämlich eine gute Idee. Eigentum erwerben ist richtig und wichtig. Ja, wir haben jetzt noch ungefähr bis Berlin 130 Kilometer zu fahren. Ah, das ist super. Wollen wir schon einen Parkplatz suchen? So ein Quatsch. Und ja, wir sind aber jetzt auf der A2 drauf und die ist aktuell wieder sehr frei, was ich sehr gut finde. Ist ja auch Wochenende, obwohl wir jetzt am Samstag noch viele LKWs haben, aber morgen am Sonntag wäre halt wieder LKW-freie Zone, das ist halt auch mal gut, sage ich jetzt mal. Aber morgen fahren wir nicht zurück. Nee, morgen müssen wir das machen mit dem Dings ums hier. Guck mal, das Hexal. Arzneimittel ihres Vertrauens. Hier ist eine große. Die machen Kopfschmerztabletten und so was, habe ich gehört. Und andere Arzneimittel. Aber die haben auch einen großen Solarpark. Ja. Guck sich das einer an. Arzneimittel ihres Vertrauens. Ja, ich möchte nochmal anmerken, Thema Solarenergie haben die Mira und ich uns jetzt auch schon informiert. Machen Sie mal so, dass man mich besser sehen kann, bitte. Wir haben mit Enpral ein Videogespräch gehabt, weil die doch so in aller Munde waren, hier der Marktführer, der Platzhirsch und sowas. Und ja, wir haben da mal durchrechnen. Wir haben da mal durchrechnen lassen. Ja, ich sehe das, das ist geil, dass die. Ist das eine Limette eigentlich bei HelloFresh? Ja. Ja, ich glaube, es ist eine Limette. Oder es ist eine grüne Zitrone. Okay, zurück zu Enpal. Ich hatte einen Video-Call mit einem von den Leuten für die Solaranlage und das ist schon wirklich unverschämt. Die wollen auf 20 Jahre als Mieteinnahme von dem, also wir stellen unser Dach zur Verfügung, dass die ihre Solaranlage da drauf stellen, die betreiben können, wir die Solaranlage mieten auf unserem eigenen Dach, Teile des Stromeinspeisegeldes an Enpal abdrücken und auch noch 72.000 Euro bezahlen sollen innerhalb von 20 Jahren, was bei einer normalen Solaranlage ungefähr doppelt so teuer ist, als wenn man es direkt kaufen würde oder finanzieren würde. Ja, war jetzt nicht so erfolgreich. Und liebe Grüße auch an meine Schwester. Die hat die Insta-Story dazu gesehen und hat mir geschrieben, dass Enpal Abzocker sind. Habe ich jetzt auch festgestellt. Dankeschön für den Hinweis. Falls du das hier im YouTube-Video siehst, Kuss geht raus nach Hamburg. Wir würden gerne mal wieder vorbeikommen. Wir haben es leider letztes Jahr ja nicht geschafft. Aber vielleicht schaffen wir es ja jetzt irgendwann im März oder April diesen Jahres. Vielleicht auch zu Ostern oder so. Meld dich mal bei mir, würde ich gut finden. So, hier, filmen Sie nochmal Eglo oder gibt es nämlich coole... was gibt es denn mal? Lampen, aber da waren wir noch nicht drin. Ja, das ist Großhandel, aber ist cool. Ja, hier fahren wir auch immer dran vorbei, wenn wir nach Berlin zurückfahren. Von daher, easy peasy. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich in Berlin wieder. Hoffentlich. Warst du denn nochmal vorher? Das weiß ich nicht, aber wir sind jetzt angekommen bei unserer netten Freundin, Unterkunft. Die uns hier pennen lässt. Da ist die Heerstraße, also wir sind hier... Ey, die Heerstraße ist sehr lang. Das so, ohne dass wir den Straßen ja, haben. Die Heerstraße ist aber sehr lang. Also die Heerstraße ist irgendwie 10 Kilometer lang. Keiner weiß, wo aber wir sind. Ich frage sie vorher nochmal, ob sie das möchte, dass wir... Ja, keine Ahnung, ist jetzt egal. 10 Meter müssen, vor ihrer Haustür filmen. Müssen sie attraktiv, wir filmen auch vor unserer Haustür, ja? Also, das ist aber trotzdem, jeder hat doch sein Das ist öffentlicher Platz. Raum. Ich rag nochmal nach, Schatz. Aber ja, wir sind gut angekommen. Sagen. Wir sind Ansonsten gut musst angekommen. Du alles verpixeln. Das wäre gut. Ja, aber vielleicht hat sie ja auch was Bock in die Kamera zu sagen. Vielleicht freut sie sich darüber. Wir
fragen sie mal. Oh, sag, was hast du hier in der Hand? Ich hab meinen Schlafsack mit dabei. Es ist Ferienlager. Aber warum? Ja, weil, also wir pennen ja auf der Couch, aber ich habe die Befürchtung gehabt, dass wir nicht genug Decken haben nachher. Ich glaube, sie hat bestimmt ein Bettchen für uns sogar. Ja, aber ja, ich weiß es nicht. Also ich penne auf der Couch, aber ich kann auch auf dem Fußboden mit dem Schlafsack schlafen. Also ich bin nicht ja noch gewöhnt, LAN-Party-mäßig. Auf dem Fußboden mit Schlafsack? Habe ich LAN-Party-mäßig gegangen. Oh mein Gott. Ja, sieht hier sehr schön aus, Entspannung, wollte ich sagen. So, wir gehen jetzt rein. Tschüss. Der frühe Osok fängt den Wurm. Hallo. Ich weiß nicht, ob man mal erkennen kann. Es ist noch dunkel draußen. Es ist jetzt kurz 5.55 Uhr oder 6 Uhr war es jetzt. Und wir fahren jetzt los. Aus. Ja, es ist viel zu dunkel, Osok. Ist ja scheißegal. Wir müssen die Zuschauer jetzt ertragen. Hellig vielleicht auf. Na, normalerweise kriegt man den Bezug, wo man auch wohnt. Aber das ist ja bei uns leider nicht so gegeben, weil wir umgezogen sind. Ja, ja, Sachsen-Anhalt. Nein, wir haben ja in Franken gewohnt und wir sind hier eingesprungen wegen jemandem, der sich abgemeldet hat. Und deswegen war das auch nicht das Nächste von uns. Ja. Und jetzt wohnen wir halt ganz woanders. Ja. So, jetzt geht's rein ins Auto, wir fahren mal rüber. Und dann passt das auch. So, bis gleich. So, ist immer noch pünktlich wie die Maurer. Naja, ist halt so. Wir sind sehr pünktlich und es passt alles. Und ich glaube, da vorne ist schon jemand, der es aufgemacht hat. Ja, wunderbar, gefällt mir. Das ist übrigens die alte Schule, wo ich als Kind zur Grundschule gegangen bin. Ja, für die Leute, die es nicht wissen. Ist schon sehr, sehr nice. Ist schon sehr, sehr gut. Ja, und dann gehen wir mal rein und bauen mal alles auf und gucken mal, wie es abläuft. Und alle Unterlagen haben wir ja am Start. Wunderbar. So, wir sind jetzt fertig. Ja, nee, doch, wir haben es gut eingerichtet. Wir haben uns jetzt abgestimmt. Ja, genau. Also. Wir haben jetzt noch eine Stunde geholfen, die anderen sind einfach direkt reingehauen. Ja, also. Ist aber in Ordnung, nicht mehr gar nicht. Genau. Ja, wir haben jetzt erstmal alles geklärt. Unser Wahllokal ist ausgestattet. Wir haben alles bekannt gemacht. Wir haben mit allen Leuten hier geredet. Eben gab es noch so eine Diskrepanz, also nicht so eine kleine Information. Nochmal durchgegangen, wie der Wahlvorgang ist, genau. Und die Belehrung haben wir natürlich nochmal für alle gemacht. Ja, das war wichtig. Wir haben uns jetzt abgestimmt. Die jetzt noch da bleiben, machen die erste Frühschicht. Das ist nämlich sehr gut. Das haben wir nämlich mit dem Wahlvorsteher, ich bin ja stellvertretender Wahlvorsteher, haben wir uns gerade nochmal geeinigt. Wir kommen um 12.45 Uhr, 13 Uhr wieder hin und machen den Spätdienst. Und ja. Und alle anderen machen jetzt von 8 bis 13 Uhr. Also das ist super, dass es dann auch einen fliegenden Wechsel gibt. Und ja. Alles weitere passt dann jetzt. Sind wir gut drauf, hat super funktioniert. Wir waren jetzt auch in einer halben Stunde fertig. Wahlkabinen sind aufgebaut. Alles ist, läuft und super. Ja. Und jetzt fahren wir erstmal wohin? Ah, zum Blixen. Also habe ich gefragt, ob ich frühstücken möchte. Ja. Und, ja, in der Tat, ich möchte frühstücken. Das ist nämlich eine sehr gute Idee. Da gibt es nämlich immer leckeres Frühstück. Genau, das heißt, du kriegst jetzt ein leckeres Frühstück? Ja, wir können mal gucken auf dem Weg, wo eine Notfallapotheke offen hat, weil ich hätte schon gerne so eine Neo angeht. Ja, für den Hals, ja. Ja, also das mit dem Hals ist nicht besser geworden. Meine Stimme war auch sehr kratzig und im Foyer schallt die dann auch noch mehr. Also, ja, du bist sehr laut. Aber immer, überall. Ja, aber ich konnte... Du hast so ein lautes Organ. Ja, yes. So, ja, fahren wir los, würde ich sagen. Jo. So, wir haben ja hier kein Licht mehr in Fatis Wohnung, aber ihr, wie ihr seht, haben wir fleißig jetzt nochmal alles gemalert. Ich möchte nochmal betonen, es gibt ein Bundesgerichtsurteil, also BGH-Urteil, wo nochmal festgelegt wird, dass Mieter diese Schönheitsreparatur hier malen und sowas nicht machen müssen, weil sie keine Fachmänner sind. Ja? Und dementsprechend der Vermieter für die Wiederherrichtung, wenn so irgendwas, außer die Wand ist halt rot gemalert, ja, sage ich jetzt mal, weil es eine Veränderung ist, die aber abgestimmt werden muss ja mit dem Vermieter, dass dieses Weißen eigentlich komplett hinfällig ist. Wir haben es jetzt trotzdem gemacht, weil wir heute halt Zeit haben. Und ihr seht schon, die Tapete, die nimmt so unterschiedlich viel Farbe auf, je nachdem, wo ich mal rübergehe. Naja, das ist jetzt alles nass, ne? Wenn es trocken ist, dann ist es alles richtig weiß. Genau, wir haben jetzt einmal komplett alle Räume jetzt gemacht. Wir haben die Stube hier gemacht, wir haben den Büro-PC-Raum drüben gemacht, wir haben die Küche gemacht. Das Badezimmer hatten wir schon gemacht, bevor wir ausgezogen sind. Da hat das Gute ja alles mit den Pinseln gemacht gehabt, schon damals. Ich glaube, da gibt es auch ein Video zu, dass wir das gemacht haben. Und genau, das ist das, wo du so lange Clean With Me gemacht hattest, glaube ich. Da gab es ein Video, so Clean With Me nach dem, von dem letzten Vorbereitung vor dem Umzug. Ja, aber wir haben auf jeden Fall ja alles, als wir hier eingezogen sind, ja auch schon mal gestrichen gehabt, nachdem wir die Wohnung bezogen haben. Das heißt, also
mehr als dass hier die Deutsche Wohnen sowieso das ganze Kern saniert und die Tapeten alle abreißt, die Wände alle aufmacht und sowieso hier alles rausschmeißt, was wir ja wissen, haben sie uns ja gesagt, finde ich das hier eigentlich eine unnötige Arbeit, aber der gute Wille zählt, meine Freunde. Ja. Aber wo ist die Tür? Wo ist eigentlich die Tür? Genau. Wie fehlt immer noch? Ich glaube nicht, dass wir die noch finden. Ich glaube, die ist weg. So. Es ist 10.10 Uhr mittlerweile. Wir sind fertig. Wir haben jetzt auch die letzten Lampen abmontiert. Und ihr seht schon, das ist eigentlich super gut geworden hier. Kann man sich gut geben. Wir sind jetzt so ein bisschen wehmütig auch, muss man sagen. Es ist ja das letzte Mal, also vorletzte Mal, aber das letzte Mal so richtig. Weil danach gebe ich ja noch die Schlüssel an den Hausverwalter hier ab und dann hat sich das erledigt. Nur noch die Übergabe muss. Genau. Und wir sind soweit durch. Das heißt, das letzte Mal in Fatis alter Wohnung. Wie schön eigentlich alles hier ist mit den Dielen und so und wie toll das alles war. Ja, die Dielen feiern wir und die Sportgeschäfte bei unserem Häuschen auch zum Vorschein. Naja, das ist halt übelst krass. Das ist richtig schön, finde ich, ja. Ja. Ja, wir machen jetzt uns auf den Weg. Hier schließen wir ab. Und auch ihr alle Zuschauer, ihr könnt jetzt alle nochmal Tschüss Fati in die Kamera, ja, in den Dingsums, in die Kommentare schreiben. Hier, Lampen sind raus, ist alles abmontiert. Und wir verabschieden uns jetzt zuerst mal. Tschüss, bis nachher. So, ich weiß gar nicht, ob man mich noch erkennt, aber mittlerweile ist es dunkel draußen. Es ist 19.50 Uhr. Wir haben alles durchgezählt, wir haben alles abgegeben. Da ist die Schule von der Kuckhoffstraße, wo wir jetzt gerade die Wahlunterlagen alle vollständig abgegeben haben. Kleiner Spoiler an der Stelle, kann ich euch ja sagen, es ist ja die Wahl jetzt vorbei. Die stärkste Partei in Wahlbezirk Pankow oben im französischen Buchholz ist die AfD. Mit 108 Erststimmen und 103 Zweitstimmen, gefolgt von der CDU. Linke, Grüne und FDP wurden abgestraft. FDP hat unter zweistelligen Stimmen bekommen, also schon sehr wild. Also der Lindner, der muss jetzt aber auch schon zittern. Ja, ich werde aber heute das Video nicht mehr länger machen. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, könnt ihr gerne noch hier einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich wahnsinnig supporten und unterstützen. Und ja, gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao.